Ich wurde auf eine Reise geschickt. Nach Europa. In ein Burgenland zwischen Berlin und Leipzig. Ich bin Reporter und will den Reiz einer Kulturlandschaft erspüren, die vorhat, UNESCO-Welterbe zu werden. Mittelalterliche Burgen begrüßen, inmitten wunderschöner Weinberge. Gleich bin ich da. Ankunft in der Saalestadt Naumburg. Die historische Altstadt, man spürt den Geist der Jahrhunderte. Naumburg birgt einen weltberühmten Schatz. Den Dom St. Peter und Paul. Ein sagenumwobener Zeuge aus Stein. Sein Nordwestturm öffnet mir den Blick in eine faszinierende Kulturlandschaft des Hochmittelalters. Was für ein Panorama! Hier beginnt meine Zeitreise. Ich folge dem Lauf der Saale Richtung Osten. Oberhalb von Streuobstwiesen thront Goseck. Einst Grenzfestung gegen die Slawen, Burg der Pfalzgrafen von Sachsen und Kloster. Die romanische Krypta aus dem Jahr 1046 ist ein magischer Ort. Hier lebten Benediktinermönche ihren Glauben. Und sie brachten den Wein in die aufstrebende Kulturlandschaft. Ich betrete historische Rebhänge im Weinanbaugebiet von Saale und Unstrut. Seit dem Hochmittelalter gedeihen auf den steilen Weinbergen feinste Trauben. Die Winzer der Region schenken Spitzenweine aus. Das fruchtbare Land ist in der Geschichte heiß begehrt. Mit der Schönburg sichern die Naumburger Bischöfe ihr Herrschaftsgebiet. Palas und Wohnturm sind Zeitzeugen ihrer Wohnkultur. Den Bischöfen gelingt die friedliche Verschmelzung verschiedener Völker. Der Rundling von Großwilsdorf, die Dorfstruktur der Slawen. Das Straßendorf Flemmingen, um 1140 von holländischen Bauern angelegt. Die Struktur ist bis heute erhalten. Ich folge den Spuren der Bischöfe Saale aufwärts. Die Kraft des Wassers, sie ist der Motor im Hochmittelalter. Mich führt es zu den Erfindern von einst, den klugen Zisterziensermönchen von Pforte. In ihrem Kloster studierten sie die Wissenschaften. Die imposante Westfassade der Kirche ist ein sprechendes Symbol. Sie verheißt den Eingang in die Himmelspforte. Die Wassermühlentechnik der Mönche weiß die Zukunft. Das Kloster ist bis heute ein Zentrum der Wissenschaft und der Bildung. Die Landesschule Pforta, international bekannt. In der historischen Bibliothek entdecke ich originale Niederschriften wahrer Ereignisse. Die Bücher sind das Gedächtnis der Mönche. Im Diplomatarium lese ich von ihren Geschicken, aber auch von Intrigen und Fälschungen.
Am hart erarbeiteten Reichtum wollten damals alle teilhaben. Machtkämpfe mit benachbarten Burgherren sind unausweichlich. Die Rudelsburg thront malerisch auf steilen Kalkfelsen, ein Kontrollposten der Handelsstraße Via Regia. Die Jahrhunderte gingen, mächtige Ruinen blieben. Wein und gutes Essen laden mich heute ein. Zeit zum Genießen. Für viele Menschen ist die Rudelsburg Symbol der Mittelaltersehnsucht. In der Nachbarschaft die nächste Burg, die romantische Ruine der Burg Saaleck. Für ihren Erhalt stehen die Menschen hier ein. Ich werde Zeuge unermüdlicher Arbeit im Ehrenamt an den Steinen ihrer Geschichte. Gleich im Nachbartal steht am Unstrut-Steilhang die alte Klosterkirche von Scheiblitz aus dem 13. Jahrhundert. Ich entdecke eine romanische Kostbarkeit, hervorragend restauriert. Mir wird der einmalige Ausblick in die hochmittelalterliche Kulturlandschaft empfohlen. In Sichtweite krönt die mächtige Neuenburg den Horizont. Sie ist eine Festung, uneinnehmbar, hoch über der im 13. Jahrhundert angelegten Winzerstadt Freiburg. Der größte Herrschaftssitz der Landgrafen von Thüringen und ein Zentrum höfischer Lebenskultur. Die Neuenburg birgt eine architektonische Seltenheit. Eine Doppelkapelle, verbunden durch eine Öffnung. Oben feierten die Landgrafen Gottesdienst, in der Unterkapelle die einfache Burgmannschaft. Und dann höre ich von der berührenden Geschichte der jungen Elisabeth von Thüringen. Sie widmete ihr Leben den Armen und Kranken und wurde zu einer weltberühmten Heiligen. An diesem Altar hat sie gebetet. Im tiefen Glauben an Jesus Christus verzichtet sie auf Wohlstand, verschenkt ihre Kleider und steigt freiwillig hinab in tiefe Armut und Demut. Die heilige Elisabeth, eine Ikone des Mittelalters. Wie war das Burgleben hier vor über 1000 Jahren? Die kleinen Schätze der Burg beflügeln meine Fantasie. Man spielte. Die Anfänge ritterlich-höfischer Literatur. Heinrich von Veldeke schrieb im Auftrag des Herrn der Neuenburg den Aeneas-Roman. Das erste Versepos in mittelhochdeutscher Sprache. Sie sind lebendige Geschichtsbücher. Jahrhundertmonumente, gemacht aus besonderem Stein, den man noch heute überall in der Region finden kann. Buntsandstein. Muschelkalk. Ideal zum Bildhauen ist der Schaumkalk, der Werkstein des legendären Naumburger Meisters. Er schuf die Stifterfiguren im Westchor des Naumburger Domes. Sie offenbaren Gefühle und wirken wie beseelt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sie sind die Krönung hochmittelalterlicher Skulptur.
Das Meisterwerk im Naumburger Dom ist weltberühmt und immer wieder steht es im Fokus der Wissenschaft. Ich erfahre den Dom als lebendiges Symbol des Glaubens. Er ist das Wahrzeichen der Kulturlandschaft an Saale und Unstrut. Nirgend sonst auf der Welt hat sich auf engstem Raum eine so hohe Dichte an Monumenten und kulturlandschaftlichen Elementen des Hochmittelalters erhalten. Vermächtnis und Ansporn für die Region, ein eindrucksvolles Zeugnis der Menschheit. Der Naumburger Dom und die hochmittelalterliche Kulturlandschaft an den Flüssen Saale und Unstrut auf dem Weg zum Welterbe.